Ja, das ist ein ganz trostloses Ergebnis. Also so tief sinken wollte keiner von uns. Konnte sich auch keiner vorstellen. Aber es ist nun passiert. Und jetzt muss man sich klar darüber werden, was die Ursachen sind. Wenn nun Carsten Sielig in 2 Jahren sich überlegt, mit welchen Themen komme ich, dann denke ich, muss er sich auf das konzentrieren, was hier von ihm vor Ort geschaffen werden kann. Und das Perspektivische ist ja, dass sie geschafft haben, ab 2020 einen neuen gesicherten, beschlossenen, in die Verfassung umgesetzten Finanzausgleich, der Bremens Finanzen erheblich verbessert. Da kann man über Infrastrukturverbesserung, über Investitionen in Bildung, über Investitionen in innere Sicherheit ganz konkrete Aussagen machen, weil wir mehr Handlungsmöglichkeiten haben. Das ist eine Perspektive und ich hoffe, dass er das hinkriegt, dass er den Leuten klar machen kann, es geht hier voran, es geht hier weiter, wir sind und bleiben ein spannender Platz. Manchmal versuche ich mir auch Beispiele bei anderen zu holen, wie man solche Niederlagen überwindet. Als Werder mal abgestiegen war, da haben wir alle hier gejault und haben gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Dieser tolle Fußballverein, der so eine große Geschichte hat, der ist plötzlich nicht mehr in der Bundesliga. Und dann haben sie sich zusammengerissen. Und dann haben sie gekämpft wie die Weltmeister, sind aufgestiegen, haben Otto Rehagel hergeholt und wurden im nächsten Jahr darauf deutscher Meister. Das muss man sich mal überlegen, das geht. Also wenn man es schafft, seinen Leuten sowas wie eine neue Perspektive, so einen neuen Mut zu vermitteln, dann kann man erstaunliche Geschichten machen. Solche Erfolgsgeschichten, die nehme ich mir dann als Beispiel, wenn ich überlege, wie kommt man eigentlich aus so einem Loch raus, in das wir im Augenblick reingefallen sind. Unglaublich erstaunlich. Und das wird eine Quälnummer. Die müssen sich auf den AfD-Vizepräsidenten einstellen. Stellen Sie sich vor, der sitzt oben einer im Präsidium und sagt ihnen, wo es lang gehen soll, obwohl der gar nicht weiß, wie Demokratie läuft. Das ist anstrengend. Ich habe, als in der Bürgerschaft die NPD war, meistens den Saal verlassen. Ich habe die nicht ertragen. Ich hatte das dicke Fell nicht, das man aber haben muss, um diesen Unsinn, der da produziert wird, anzuhören. Das müssen die nun in Berlin jetzt aushalten. Das ist unangenehm, es ist anstrengend, es ist schwierig. Aber es ist auch eine Chance, den Leuten zu zeigen, was machen die eigentlich? Was tun die eigentlich für euch? Ja? Wo sind eigentlich die Arbeiten, wo sind eigentlich die Alternativen? Die wollen die Alternative für Deutschland sein. Die müssen ja irgendwann mal sagen, was die Alternative ist. Ja. Bisher haben sie nur gesagt, wir wollen die anderen weghaben. Die sind miserabel. Aber was ist denn, was kommt denn mit ihnen? Auf was kann man denn rechnen? Wo arbeiten die sozialpolitisch? Wo arbeiten die am sozialen Netz? Wo tun die was für die Bildung? Wo tun die was für die Bedrängten? Kleinstädte oder Dörfer, die durch die Landflucht plötzlich halb leer geworden sind. Was machen die? Was machen die? Wo kommen konkrete Initiativen? Und da ist meine Erfahrung die, dass da eigentlich überhaupt nichts an Potenzial vorhanden ist.